Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir wollen jetzt weiter fortfahren. Genau, Frau Wallmann eilte auch herbei. Schön. Und wir fangen sozusagen eine Minute nach der vorgesehenen Uhrzeit pünktlich sozusagen noch an. Ich darf, bevor ich dann den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, darf ich Ihnen hier sozusagen mit zu Protokoll geben, dass an Ihren Plätzen und verteilt worden ist ein dringlicher Antrag von Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern, Anwohner an Bahnstrecken in Hessen entlasten, die Nummer 246/20. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 41 und die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD, Alternativtrasse Mittelrheintal und Lärmschutzmaßnahmen, Drucksache 251/20. Wird die Dringlichkeit bejaht? Vielen Dank, das ist der Fall. Dann wird dieser Top 42 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 41 zu diesem Thema aufgerufen werden. Und es wurden an Ihren Plätzen während der Sitzungsunterbrechung die Wahlvorschläge zu den Wahlen unter Top 6 und 7 ausgelegt. Jetzt fahren wir fort in der Tagesordnung und kommen zu Top 27 der Tagesordnung, dem Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Hessen handelt für mehr Steuergerechtigkeit. Es sind 10 Minuten Redezeit vorgesehen. Und als erste Wortmeldung habe ich von der CDU Frau Abgeordnete Arnold. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Steuerkriminalität und Steuervermeidung sind Strategien, die Auswirkungen auf uns alle haben. Denn sie schädigen das Gemeinwesen. Funktionierende Verwaltung, gut ausgestattete Sicherheitsbehörden, Katastrophenschutz, Rechtsprechung, Verkehrsangebote, Sozialleistungen und vieles mehr. All diese Bereiche, von denen wir als Bürgerinnen und Bürger in Hessen täglich profitieren, sind angewiesen auf einen liquiden Staat. Daher muss auch jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Funktionalität unseres Systems und der Gesellschaft partizipieren. Steuerbetrug ist daher aus unserer Sicht nicht nur unsolidarisch, sondern ein Raubbau an unserer Gesellschaft. Steuerbetrüger lassen die Allgemeinheit, lassen unseren Staat im Stich. Und aus diesem Grund engagiert sich die Hessische Landesregierung intensiv für ein Höchstmaß an Steuergerechtigkeit. Hervorzuhebendes Engagement ist dabei z.B. die enge Kooperation zwischen BKA und hessischen Ermittlungsgruppen bei der Auswertung der Panama Papers. 280.000 Dokumente wurden bereits ausgewertet und Informationen zu über 1.500 Offshore-Firmen an Steuerbehörden hierzulande und im Ausland weitergegeben. Und neben der federführenden Auswertung der Panama Papers hat die Hessische Steuerverwaltung zudem die Auswertung der Paradise Papers übernommen. In mühsamen, komplexen und auch langwierigen Verfahren werden nun Millionen von Daten akribisch analysiert. Hessen ist demnach bei der Auswertung dieser Datenleaks an vorderster Front. Das zeigt, dass auch seitens des Bundes die große fachliche Expertise und das technische Know-how der hessischen Steuerverwaltung anerkannt werden. Das ist eine eindeutige Bestätigung der hervorragenden Arbeit unserer Steuerverwaltung. Und an dieser Stelle möchte ich mich daher im Namen meiner Fraktion herzlich für die großartigen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerverwaltung, der Ermittlungsgruppen und den weiteren Arbeitsbereichen im Innen- und Außendienst der Steuerverwaltung bedanken. Sie alle sind es. Sie machen Hessen und Deutschland jeden Tag gerechter, und dafür sind wir dankbar.
Und um dieses Team noch schlagkräftiger und noch zukunftsfester zu machen, haben wir im Doppelhaushalt 2018-2019 nicht nur 100 neue Stellen für Betriebsprüferinnen und Prüfer, sondern auch 700 neue Anwärterinnen und Anwärterstellen veranschlagt. Zudem schaffen wir 50 weitere Spezialistenstellen an zentralen Finanzämtern, um besonders komplexen und trickreichen Fällen von Steuerbetrug, internationaler Steuerkriminalität und Geflechten von Vermeidungsstrategien zielgerichtet entgegenzuwirken. Unser Konzept der Ermittlungsgruppen, bei welchem Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen als Team an besonderen Fällen arbeiten, ist dabei richtungsweisend und ein Grundstein der hessischen Steuerverwaltung. Um die Kompetenzen unserer Ermittlungsteams zusätzlich zu optimieren und sie so noch besser auf den Einsatz an komplexen Sachverhalten vorzubereiten, hat die Landesregierung unlängst ein ergänzendes Trainee-Programm lanciert. In diesem 24-monatigen Programm erhalten BWL-Bachelor-Absolventen detaillierte Kenntnisse der Steuerverwaltung vom Innendienst im Finanzamt bis hin zu Verwaltungsbereichen der Oberfinanzdirektion in Frankfurt. Anschließend folgt eine vollumfängliche Ausbildung zur Betriebsprüferin bzw. zum Betriebsprüfer. Und bereits heute trägt unsere Betriebsprüfung maßgeblich zum Steueraufkommen bei. Jährlich produzieren die Kolleginnen und Kollegen ein steuerliches Mehrergebnis von unglaublichen 2 Milliarden Euro. Das ist in meinen Augen wirklich bewundernswert, und das Trainee-Programm wird diese Ergebnisse noch weiter verbessern. Und lassen Sie mich an dieser Stelle einmal eine Sache klarstellen. Wenn vereinzelte Abgeordnete der Opposition an die Presse gehen und den Finanzminister als Fehlbesetzung diffamieren, dann kann man angesichts der eben genannten Ergebnisse ja wirklich nur von einer politischen Verzweiflungstat mittlerer Ordnung sprechen. Sicher werden Sie in Ihren Redebeiträgen auf die angeblich verlorenen 470 Millionen € aus Cum-Ex-Geschäften eingehen. Ein Thema, ein alter Hut, was Sie schon vor einigen Wochen versucht haben auszuschlachten. Dass es sich dabei um plumpen und unredlichen Populismus handelt und einen Versuch, schlechte Stimmung zu verbreiten, lässt sich ganz leicht aufzeigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es waren doch in Wahrheit erst hessische Betriebsprüfer, die 2009 den Cum-Ex-Betrug überhaupt erst aufgedeckt haben. Und während die von Ihnen skandalisierten 470 Millionen € noch Gegenstand laufender Cum-Ex-Verfahren sind, deren Ergebnis noch gar nicht absehbar ist und das geltend gemachte Insolvenzrisiko der betroffenen Unternehmen gerade Folge der Steuerförderung ist, hat die hessische Steuerverwaltung bereits längst 770 Millionen € aus Cum-Ex-Geschäften zurückgeholt, um die der Staat und die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler betrogen wurden. Warum schreiben Sie das eigentlich nicht einmal in der Presse? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerverwaltung unter Führung unseres Finanzministers kämpfen täglich um jeden Euro, und mit ihren Aussagen reden sie deren Leistung schlecht. Die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen vielmehr unsere Unterstützung. Der Kampf gegen Steuerbetrug ist eine Gemeinschaftsarbeit von uns allen. Wir alle sollten lieber dankbar sein und uns freuen, dass die Landesregierung und insbesondere die Steuerverwaltung erfolgreich für die Steuergerechtigkeit in Hessen kämpfen und keinen erschlichenen Euro verloren geben. Denken Sie doch einmal darüber nach. Meine Damen und Herren, auch wenn SPD und LINKE immer wieder verzweifelt versuchen, die Tatsachen zu verdrehen und aus der wertvollen Arbeit unserer Steuerverwaltung politischen Profit zu ziehen, ist festzuhalten, dass Hessen in Steuergerechtigkeit immer ganz vorne mit dabei ist.
Und dieser Anspruch gilt übrigens auch für den Bereich der Digitalisierung. Deswegen tragen wir in Hessen auch im technischen Bereich 7-Meilen-Stiefel und erproben beispielsweise in einer Forschungsstelle am Finanzamt Kassel II Hofgeismar die Nutzung von künstlicher Intelligenz zur schnellen und exakten Auswertung umfangreicher Datenmengen. Damit leistet die schwarz-grüne Landesregierung einen großen Beitrag zur Modernisierung der Steuerverwaltung im 21. Jahrhundert und zur Digitalisierung der Steuerfahndung. Dazu gehört auch, dass durch Regelungen im Jahressteuergesetz ab 2019 Betreiber von Internetmarktplätzen in Haftung genommen werden können, wenn Händler die Umsatzsteuer nicht abführen. Umsatzsteuerbetrüger im Onlinehandel verursachen jährlich Schäden im hohen dreistelligen Millionenbereich und erschleichen sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber aufrichtigen Händlern. Das wird es mit uns zukünftig nicht mehr geben. Die Wirkung dieses Gesetzes ist enorm. So sind beim Finanzamt Neukölln allein seit Beginn der Debatte um das Gesetz 28-mal so viele steuerliche Registrierungen von Firmen mit Sitz in Hongkong, Taiwan und China eingegangen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Die schwarz-grüne Landesregierung und die hessische Steuerverwaltung leisten beispielhafte Arbeit bei der Bekämpfung von Steuerkriminalität. Wir bleiben nach innen und nach außen gerichtet auf allen Ebenen aktiv, um die Steuergerechtigkeit zu wahren und zu schützen. Wir werden unsere Maßnahmen auch in der 20. Legislaturperiode weiter fortsetzen und intensivieren. Denn es gilt, mit uns gibt es in Hessen keinen Platz für Steuer- und für Wirtschaftskriminalität. Frau Arnold, das war fast eine Punktlandung. Und als Nächste hat sich Frau Schardt-Sauer von der FDP zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hessen handelt für mehr Steuergerechtigkeit, so der Titel des Antrags von CDU und GRÜNEN. Zu sehr vielen Ziffern des Antrags finden sich Pressemitteilungen des Finanzministers. Diese Pressemitteilungen werden dann mit absolut richtigen Feststellungen kombiniert. Flapsig könnte man feststellen, die Koalition fungiert als Hilfs-PR-Abteilung des hessischen Finanzministeriums. Ich will gleich zu Beginn. Ist auch die Aufgabe einer Inlandsregierung von der Rolle. Ich will gleich zu Beginn meiner Rede für die Freien Demokraten sagen, wir teilen inhaltlich die meisten Feststellungen. Was soll man? Oh. Kann ich wahrscheinlich abzählen in den 5 Jahren. Was soll man dann aber auch gegen die Aussage, Steuerkriminalität ist eine Straftat, sagen? Fällt mir nichts ein, zumal als Juristin. Wir Freie Demokraten unterstützen selbstverständlich die Anstrengungen Hessens, durch eine starke Finanz- und Steuerverwaltung für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Wir haben in der Landesregierung bereits 2013 mit das Fundament gelegt, Maßnahmen zur personellen Stärkung auf den Weg gebracht. Dieser Weg war richtig, und er sollte auch weitergegangen werden. An dieser Stelle sei aber daran erinnert, dass 2013 das sogenannte Fünf-Punkte-Programm zur verstärkten Bekämpfung der Steuer- und Wirtschaftskriminalität ein gemeinsames Programm von Steuerverwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaft war. Wer Steuerkriminalität wirksam bekämpfen will, braucht neben der Finanzverwaltung auch eine starke und kompetente Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Bereich.
Dazu findet sich aber selbst bei sorgfältigster Lektüre keine Aussage in diesem sehr ausschweifenden Antrag. Da ich neben der Finanzpolitik auch die Rechtspolitik meiner Fraktion vertreten darf, interessiert es mich aber schon brennend, ob eine Mitwirkung der Justiz besteht und die Justiz aber vielleicht nur im Jubel für den Finanzminister vergessen wurde. Oder hat sich seit 2013 etwas in der grundsätzlichen Zusammenarbeit von Steuerverwaltung, Polizei und Staatsanwaltschaft geändert? Macht die Steuerverwaltung das vielleicht jetzt alles alleine, nachdem wie wir sie jetzt beweihräuchern? Dem ist mitnichten so, im Gegenteil. Die verfahrensbeteiligten Polizeibeamten und Staatsanwälte haben einen wichtigen Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit in Hessen geleistet. Ich will daher bei den ganzen Großverfahren, die auch genannt wurden, wir haben da doch schon andere Momente, denke ich, sollte man auch das gebührend erwähnen. Ich will daher für die FDP auch diesen Akteuren in der Frage der Umsetzung der Belange des Rechtsstaats danken. Werte Kolleginnen und Kollegen, von den Ziffern 1 bis 9 ist das so ein Antrag, dann kann man eigentlich nur Ja sagen. Nur leider verfehlt dieser Antrag das für die Menschen in diesem Land wirklich wichtige, das zentrale Thema. Ein Halbsatz ist dabei zentral im Antrag. In Ziffer 1 findet sich folgender Satz: Die konsequente Durchsetzung des Besteuerungsanspruchs führt zu Steuergerechtigkeit, sichert die notwendigen Einnahmen für den Staat, und jetzt kommt der Halbsatz, und ermöglicht eine Begrenzung der Steuerlast. Werte Damen und Herren, aus Sicht der Freien Demokraten wäre es angezeigt, dass Hessen seine Möglichkeiten entschlossener nutzt und sich auch einmal tatsächlich für eine Begrenzung der Steuerlast aller Bürgerinnen und Bürger in Hessen einsetzt. Ich möchte hierzu auf drei Möglichkeiten eingehen. Das ist zum einen die kalte Progression. Die Steuerbelastungen der Bürgerinnen und Bürger sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Darunter leiden, heute auch schon oft zitiert, die sogenannten kleinen und mittleren Einkommen. Es kann doch einfach nicht richtig sein, dass von jeder Lohnerhöhung sich am allermeisten der Finanzminister freut. Es ist an der Zeit, bei dem Thema kalte Progression zu handeln, diese deutlich zu verringern und so den Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrer Leistung ja all das anhäufen, über das wir hier reden, ihnen wieder mehr Einkommen zu belassen. Das wäre Steuergerechtigkeit. Oder nehmen Sie ein zweites Beispiel. Das ist heute auch schon erwähnt worden, aber davon wird es ja nicht besser, dass es ein Dauerbrenner ist. Solidaritätszuschlag. Ende 2019 läuft der sogenannte Solidarpakt II aus. Der Grund entfällt somit. Aus Sicht der Freien Demokraten ist es höchste Zeit, den Soli zum 01.01.2020 abzuschaffen, und zwar für alle und für komplett. Werte Kollegen, gerade von der CDU, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Die CDU stimmt dem stets in ihren Wahlprogrammen zu, führt das sehr prosaisch aus. Nur nach der Regierungsübernahme, das ist ein bisschen so, wie täglich grüßt das Murmeltier, nach der Regierungsübernahme passiert nichts. Der Solidaritätszuschlag, er hat sich irgendwie verfestigt in diesem Land. Es passiert nichts. Hier wäre Volker Bouffier als starke hessische Stimme und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU gefragt. Lassen Sie mich noch eine dritte konkrete Möglichkeit, Steuergerechtigkeit für alle Hessinnen und Hessen zu vollziehen, benennen, die Grunderwerbsteuer. Wir Freie Demokraten wollen eine Entlastung der Bürger. Auch das war heute ja interessanterweise Thema.
Wohneigentum entweder gemietet oder nutzen. Wir wollen eine Entlastung der Bürger beim Erwerb vom Wohneigentum. Die Wohnungseigentumsquote ist in Deutschland unstrittig, auch gerade im europäischen Vergleich, eindeutig zu niedrig. Aus unserer Sicht sollten viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, Wohneigentum zu erwerben. Dazu sollte bei der Grunderwerbsteuer ein Freibetrag von bis zu 500.000 € für natürliche Personen eingeführt werden. Der Freibetrag soll für den Erwerb von Wohnimmobilien durch natürliche Personen gelten. Erst darüber kommt es ja zu der Entstehung der Steuer. Und mit diesem vorgeschlagenen Freibetrag würde die Grunderwerbsteuer in den meisten Fällen auf Null sinken, also gar nicht anfallen. Dadurch wollen wir es den Menschen erleichtern, ihren Traum zu verwirklichen, ihren Traum vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung und zugleich auch ein Stück für das Alter vorzusorgen. Denn wer im Alter keine Miete oder steigende Mieten zahlen muss, hat mehr Freiräume. Werte Kolleginnen und Kollegen, wenn die Regierungskoalition mehr Steuergerechtigkeit will, dann sollten Sie sich wirklich für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, und zwar dergestalt, nicht nur darüber zu reden, sondern es auch zu tun. Nicht nur reden und nicht einfach nur in die Mottenkiste der Pressemeldungen des Hessischen Finanzministeriums greifen. Gestalten ist gefragt. Wo können wir die Bürger tatsächlich entlasten? Wo besteht Handlungsbedarf, wie beim Bereich Wohnungseigentum? Wo gibt es aber konkrete Möglichkeiten, Stellschrauben zu verändern? Und hier erwarten wir Vorschläge, Kreativität, Gestaltungswillen, nicht Verwaltungswillen dieser Landesregierung. Da ist Kreativität gefragt, aber die Legislatur ist ja noch lang, und wir sehen einmal, wie sich das entwickeln wird. Wir sehen die Kreativität auch nicht darin, illegal erworbene Daten zu kaufen. Spannend, wie sich übrigens bei dieser Frage Grüne inhaltlich flexibel oder beweglich zeigen. Wir Freie Demokraten haben diesen Weg, Frau Schardt-Sauer, das Prinzip, kommen Sie bitte zum Schluss. Das dahinter steht, stets abgelehnt. Unser rechtsstaatlicher Kompass ist klar, und diesen Kurs halten wir. Wir bleiben dabei und werden deshalb bei Ziffer 10, ich habe ja gesagt 1 bis 9, ungeteilte Zustimmung gibt es nicht. Ziffer 10 gehen wir nicht mit. Das ist eine Verirrung im Rechtsstaat, und die tragen wir nicht mit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes hat sich Frau Dahlke von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im politischen Diskurs bedienen wir uns ja alle gerne der Bildsprache. Und es gibt Studien, die sagen, dass 80% unseres Denkens unbewusst bleiben und dabei von Metaphern geprägt werden. Eines meiner Lieblingsbeispiele für dieses sogenannte Political Framing, das betrifft, was wir alle jeden Tag tun, nämlich Steuern zahlen. Es gibt Menschen, die bezeichnen Steuern als Steuerlast. Das haben wir eben auch wieder gehört. Es gibt aber auch Menschen, die sagen stattdessen, Steuern sind der Beitrag zu einem funktionierenden Gemeinwesen. Polizistinnen, Lehrer, Hochschulen, Kliniken, Parks, Spielplätze, zuverlässige Gerichte, eine funktionierende Infrastruktur – all das gibt es nicht umsonst. Wer Steuern vermeidet oder bei der Steuererklärung aktiv betrügt, der ist kriminell und kein Steuersünder, wie es gelegentlich immer noch verharmlosend heißt. Steuerkriminalität, das ist nicht nur ein Akt fehlender Solidarität mit den Mitmenschen, der Gesellschaft und dem Staat, und das sage ich auch gerne noch einmal, sondern eine Straftat. Wie groß dieser Schaden durch nicht gezahlte Steuern ist, das muss man sich einmal klar machen. In der Europäischen Union gehen durch Steuervermeidung und Steuerbetrug geschätzt jährlich 1 Billion € verloren. Das ist eine 1 mit 12 Nullen.
Wir stehen in der Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und natürlich auch den großen und kleinen Unternehmen, die ehrlich ihre Steuern zahlen, dass die Höhe der Besteuerung fair und nach Leistungsfähigkeit festgesetzt wird und dass der Besteuerungsanspruch auch gegenüber großen internationalen Konzernen konsequent durchgesetzt wird. Denn starke Schultern sollen auch mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Meine Damen und Herren, dass Steuerbetrug eine Straftat ist, das wird mittlerweile auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Aber Worte reichen natürlich nicht, sondern müssen mit konkreten Maßnahmen hinterlegt und umgesetzt werden. Und hier gilt, Steuerpolitik ist eigentlich eine langfristige Aufgabe, die beharrlich immer weitergeführt werden muss. Deswegen finde ich es gut und richtig, dass die Hessische Finanzverwaltung ihr Personal noch weiter aufstocken und noch besser ausbilden will. Jeder Euro, der für mehr Betriebsprüfer und Steuerfahnderinnen sowie Spezialisten im Innendienst ausgegeben wird, ist gut investiertes Geld. Denn oft können, und das ist leider die Wahrheit, die Behörden mit den hochbezahlten Spezialisten in Beratungsfirmen nicht auf einer Augenhöhe mithalten. Denn die sind Experten darin, jede aggressive Steuervermeidungsstrategie zu suchen und auch zu kennen. Am wenigsten effizient ist eine Verwaltung, die nur bis zum Ende des eigenen Schreibzimmers schaut. Es ist daher auch gut und richtig, dass in Hessen Expertinnen und Experten ämterübergreifend an besonderen Fällen arbeiten und ihr Fachwissen bündeln. Den Beamtinnen und Beamten, die die gekauften Steuerdaten auswerten und die damit jeden Tag für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, gebührt unser ausdrücklicher Dank und Respekt. Wenn wir Steuerkriminalität umfassend bekämpfen wollen und für mehr Steuergerechtigkeit sorgen wollen, dann reicht es aber auch nicht aus, dass die hessischen Finanzämter zusammenarbeiten. Die Schlupflöcher können nämlich nur wirklich geschlossen werden, wenn die Zusammenarbeit länderübergreifend und auch europaweit funktioniert. Zum Beispiel müssen übergreifende Regeln gelten, wenn gegen Share-Deals vorgegangen werden soll, bei denen Unternehmen immer noch die komplette Grunderwerbsteuer vermeiden können, weil die Regeln historisch so gewachsen sind. Auf Initiative der Hessischen Landesregierung wurde eine Reform dieser Steuer auf Bundesebene eingeleitet. Und ich hoffe doch sehr, dass es in dieser Legislaturperiode bundesweit gelingt, Share-Deals deutlich einzuschränken. Einige Staaten in der EU haben das Geschäftsmodell entwickelt, sich zum attraktiven Unternehmensstandort zu machen, indem sie Steuern im niedrigen einstelligen Prozentbereich erheben. Das lädt jetzt insbesondere die großen internationalen Konzerne mit Niederlassungen in verschiedenen Ländern dazu ein, systematisch zu tricksen und ihre Gewinne dahin zu verschieben, wo die niedrigsten Steuern gezahlt werden müssen. Ich finde, diese Steuervermeidung untergräbt die Solidarität in Europa. Es darf wirklich nicht sein, dass sich immer noch Staaten der Europäischen Union von internationalen Konzernen gegeneinander ausspielen lassen, meine Damen und Herren. Es ist auch gut, dass es das Country-by-Country-Reporting gibt, bei dem Steuerbehörden von großen internationalen Firmen erfahren, wie viele Steuern sie in welchen Ländern bezahlt haben. So können wir nämlich sehen, wenn Konzerne wie Starbucks, Apple oder Google ihre Gewinne so verschieben, dass sie in den Ländern, in denen sie gute Geschäfte machen, so gut wie keine Steuern zahlen. Ich sage, Transparenz ist eines der wirksamsten Mittel gegen Steuervermeidung. Staaten, die diesen Steuerbetrug als Geschäftsstrategie systematisch ermöglichen, die müssen auf einer schwarzen Liste für Steueroasen geführt werden. Das ist übrigens auch wieder so ein schönes Beispiel für Framing. Eigentlich müsste man statt Steueroase nämlich sagen, Zentren der Steuervermeidung. Dabei ist die schwarze Liste für diese Länder, die es bei der EU auch schon gibt, ein erster Schritt. Allerdings fehlen ein paar wichtige Länder auch auf der Liste, und andere Länder wurden wieder runtergenommen, weil sie ein paar vage Zusagen gemacht haben. Als GRÜNE wollen wir ein transparentes Register mit klaren Kriterien und keine intransparenten Absprachen. Wenn ein Land auf der Liste steht, dann dürfen Banken, Kanzleien und Unternehmen auch keine Geschäfte in diesen Ländern machen, und Verstöße müssen verfolgt werden. Kleine Unternehmen, Arbeitnehmer und Konsumentinnen können sich den Steuern nämlich nicht entziehen. Es herrscht definitiv kein fairer Wettbewerb, wenn Amazon weniger Steuern zahlt als der Buchhändler um die Ecke.
Die einzigen, die davon langfristig profitieren, das sind die multinationalen Konzerne, die nämlich dadurch ihre Renditen steigern. Amazon, Starbucks, Facebook und Co. betonen ja gern ihre soziale Verantwortung. Das erste Element sozialer Verantwortung sollte aber darin bestehen, dass sie auch ihren fairen Anteil an Steuern zahlen. Würden nämlich alle Steuern vermeiden und hinterziehen, so wie diese Konzerne das tun, dann könnte die Gesellschaft gar nicht funktionieren. Ich denke, wer europaweit verkaufen darf, der muss auch europaweit gleichwertig besteuert werden. Das wäre die logische Fortsetzung des Binnenmarkts. Und das würde auch kleineren und mittleren Unternehmen helfen, in anderen Mitgliedstaaten tätig zu sein, wenn sie das denn wollen. Wenn also die EU Steuerdumping entschlossen bekämpft, ist das ein guter Beitrag dafür, dass auch die großen Konzerne und alle Vermögenden ihren gerechten Beitrag zum Solidarsystem leisten. Ja, grundsätzlich kann man sich auch fragen, ob es gerecht ist, dass Arbeit deutlich höher besteuert wird als der Einsatz von Kapital und die Belastung der Umwelt. Aus grüner Sicht ist ein Steuersystem gerecht, bei dem alle entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit die Gemeinschaft finanzieren. Und das bedeutet für mich auch, dass die Verursacher der Finanzkrise auf europäischer Ebene z.B. über eine Finanztransaktionssteuer an deren Folgekosten beteiligt werden. Denn das würde nicht nur spekulative Finanzgeschäfte eindämmen, sondern auch unser Finanz- und unser gesamtes Wirtschaftssystem stabilisieren und Vertrauen schaffen. Und schlussendlich ist es auch das Ziel einer gerechten grünen Steuerpolitik, dass bei der Besteuerung die Folgen für die Umwelt berücksichtigt werden. Umweltschäden, die durch Konsum entstehen, sollten sich auch im Preis von Waren und Dienstleistungen wiederfinden. Das Umweltbundesamt hat z.B. wiederholt empfohlen, soziale und ökologische Ziele bei der Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammengefasst kann ich sagen, mehr Steuergerechtigkeit entsteht durch das Schließen von Lücken in der Steuergesetzgebung, einer besser aufgestellten Verwaltung für einen effizienten Steuervollzug, durch Transparenz, Zusammenarbeit und ökologisch verursachungsgerechte Steuern. Wir sind hier in Hessen mit unserer nachhaltigen, solidaren Finanzpolitik auf einem guten Weg. Und bei Europa gilt es, im Mai das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf als Nächstes Herrn Weiß von der SPD ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Arnold, ich muss sagen, ich fand sowohl Ihren Auftritt hier als auch den Antrag, den Sie hier eingebracht haben, ziemlich mutig. Denn ich finde, man kann am Anfang schon einmal ein bisschen an historische Tatsachen erinnern. Es ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht sonderlich glaubwürdig, wenn die Partei der schwarzen Kassen und der zwangspsychiatrisierten Steuerfahnder sich jetzt das Image der obersten Bekämpferin der Steuerhinterziehung geben will. Das ist nicht sonderlich glaubwürdig, und ich finde es schon einigermaßen unerhört, wenn ausgerechnet diese Partei dann noch meint, Hinweise an andere Fraktionen zu einem respektablen Umgang mit der Steuerverwaltung geben zu müssen. Die Jahre 2002 bis 2005 waren die Hochzeit des hessischen Steuerfahnderskandals. In dieser Zeit haben 48 Steuerfahnder aus dem Finanzamt Frankfurt 5 einen Hilferuf an Ministerpräsident Roland Koch geschickt, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können. In dieser Zeit wurde das Ergebnis der Amtsverfügung 2001/18 als Ergebnis die Abteilung Steuerfahndung am Finanzamt Frankfurt 5 aufgelöst. In dieser Zeit mussten die 48 Unterzeichner des Brandbriefs an Ministerpräsident Koch die Abteilung Steuerfahnder ganz verlassen.
In dieser Zeit schrieb der Steuerfahnder Rudolf Schmenger insgesamt 4 Briefe an den Ministerpräsidenten Roland Koch, in denen er von den Zuständen im Finanzamt berichtete. Und genau in dieser Zeit war der heutige Finanzminister Leiter der Grundsatzabteilung und des Büros des Ministerpräsidenten Roland Koch in der Staatskanzlei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ausgerechnet diese hessische CDU und dieser Minister unternehmen heute zum wiederholten Male den Versuch, sich zum Vorreiter im Kampf gegen Steuerhinterziehung darzustellen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist in etwa so glaubwürdig, als würden die GRÜNEN sich hier für den Erhalt von Industriearbeitsplätzen einsetzen oder die AfD für eine humane Flüchtlingspolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Steuerhinterziehung ist kriminell, ist eine Straftat, die die Allgemeinheit schädigt, ist ein Akt fehlender Solidarität mit der Gesellschaft. Sie ist ein asoziales Delikt, das es mit allen Mitteln aufzuklären gilt. 825 Milliarden € Verluste haben die EU-Staaten pro Kopf durch Steuerhinterziehung laut einer aktuellen Studie der University of London im Auftrag der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im Europäischen Parlament. Das entspricht ungefähr dem Fünffachen des jährlichen EU-Haushalts oder 1.650 € pro EU-Bürger. In Deutschland sind es 125 Milliarden €, die dem Staat durch Steuerhinterziehung laut dieser Studie entgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür könnte man viele Grundrenten von Hubertus Heil finanzieren. Wir brauchen endlich eine EU-weite Minimalbesteuerung auf Unternehmensgewinnen von mindestens 18%. Wir brauchen die Abschaffung von fragwürdigen Steuerregelungen EU-weit. Wir brauchen die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der EU, die Olaf Scholz anders als sein Vorgänger jetzt vorantreibt. Und wir brauchen eine schwarze Liste in der EU, die alle Steueroasen erfasst, auch die in der EU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen aber auch eine schlagkräftige und gut aufgestellte Steuerverwaltung, die solche illegalen Steuerpraktiken schnell und effektiv aufdecken und bekämpfen kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Finanzverwaltung leisten herausragende Arbeit, und wir danken ihnen ausdrücklich dafür. Sie sind hervorragend qualifiziert und genießen so einen guten Ruf, dass sie auch begehrt sind bei privaten Arbeitgebern. Alles Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann aber nicht kompensieren, dass in der Hessischen Steuerverwaltung ca. 1.000 Stellen fehlen. Das Land Hessen hat gemessen an seiner Wirtschaftskraft die dünnste Personaldecke in der Steuerverwaltung wie auch in der Finanzverwaltung. Des Weiteren entfallen sowohl auf die Steuerfahnder in Hessen als auch auf die Beschäftigten in der Finanzverwaltung bundesweit das höchste Bruttoinlandsprodukt pro Steuerfahnder bzw. pro Beschäftigten. Dazu passt auch, dass Hessen bei der Dauer der Bearbeitungszeit von Steuererklärungen bundesweit auf dem vorletzten Platz liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Resultat und liegt in der Verantwortung von 20 Jahren CDU-Finanzministern in Hessen. Wenn Sie 6 Wochen vor der Landtagswahl 50 Stellen für Spezialisten zur Stärkung der Finanzämter einrichten, oder im Wahlkampfhaushalt 2018-2019 die Zahl der Betriebsprüfer und der Anwärterinnen und Anwärter erhöhen, dann ist das gut, aber nicht ausreichend und kommt viel zu spät. Was wir bräuchten, wäre ein über Jahre hinweg geltendes Entwicklungskonzept für eine moderne Finanzverwaltung, mit der man die Defizite beseitigen kann und die Steuerverwaltung zukunftsfähig macht. Das wäre eine echte Stärkung der Steuerverwaltung, aber davon ist bei Ihnen nichts zu erkennen. Wie immer befasst sich die CDU mit der Vergangenheit oder dem Status quo, statt auch nur über die kurzfristige Zukunft zu sprechen. In so einen Antrag hätte beispielsweise reingehört, wie die Landesregierung mit den veränderten Anforderungen ab nächsten Jahr der neuen Grundsteuer umgehen will. Laut Steuergewerkschaft sind dafür 300 bis 400 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung notwendig. Aber wo die herkommen sollen, davon steht in dem Antrag kein Wort. Im Übrigen auch kein Wort von Cum- oder Cum-Ex-Geschäften, Frau Arnold, die Sie hier vorgetragen haben. Stattdessen wird hier viel Altbekanntes noch einmal aufgewärmt. Wir freuen uns, dass die Hessische Steuerverwaltung federführend die Aufbereitung der Panama Papers übernimmt.
Aber das tut sie seit fast anderthalb Jahren. Auch die zusätzliche Auswertung der Paradise Papers ist seit 4 Monaten bekannt. Ärgerlich finde ich Ihre Selbstbeweihräucherung bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs. Das Bundeskabinett hat den entsprechenden Gesetzentwurf bereits am 1. August 2018 beschlossen, im Übrigen passenderweise in einer Sitzung, wo Vizekanzler Olaf Scholz den Vorsitz hatte. Die Bundesländer sind für die Kontrolle und die Erhebung der Umsatzsteuer zuständig. Deshalb haben Bund und Länder eine gemeinsame Arbeitsgruppe, eine nationale Regelung eingesetzt und eine nationale Regelung zum Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel erarbeitet, die im Einklang mit EU-Recht steht. Wenn sich der hessische Finanzminister dies nun alleine ans Revers heften möchte, dann finde ich das nicht sonderlich kollegial gegenüber seinen Kollegen im Bund gegenüber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Punkt in Ihrem Antrag haben Sie aber aufgeführt, was in der Tat das Letzte ist. Da sprechen Sie sich dafür aus, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Steuer- und Wirtschaftskriminalität weiter zu nutzen. Ich zitiere: Dazu gehört auch die Beteiligung von Hessen bei Ankäufen von Steuerdaten durch andere Länder, ebenso wie ein Ankauf federführend durch Hessen selbst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon ein starkes Stück. Beides hat diese Landesregierung und dieser Finanzminister über Jahre abgelehnt, trotz unserer Aufforderungen dazu. Finanzminister Schäfer war dazu weder bereit, selbst Steuer-CDs zu kaufen, die dem Land angeboten wurden, noch sich an den Kosten des Ankaufs anderer Länder zu beteiligen. Andere Bundesländer, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, haben Steuerdaten angekauft, wovon auch der hessische Fiskus profitierte. Und trotzdem hat sich Minister Schäfer geweigert, sich an den Kosten für den Ankauf zu beteiligen. Auch der jetzige Ministerpräsident Volker Bouffier hat den Ankauf von Steuer-CDs in der Vergangenheit grundsätzlich abgelehnt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie weit es mit der Glaubhaftigkeit solcher schwarz-grünen Jubelanträge wie diesem bestellt ist, dann ist der spätestens mit diesem letzten Punkt gegeben. Und zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich entschlossen haben von CDU und GRÜNEN, in dieser Legislatur endlich ernst zu machen mit einer effektiven Stärkung der hessischen Finanzverwaltung, dann wäre das gut. Aber dann machen Sie das auch, denn wir werden Sie an Ihren Taten messen und nicht an solchen Anträgen wie diesem, den Sie hier heute vorgelegt haben. Vielen Dank.